Die regelmäßige Standortbestimmung mit allen beteiligten Diensten bilden die Basis für eine erfolgreiche psychosomatische Rehabilitation. Mit der nötigen Distanz werden krankmachende Lebenssituationen in Einzel- und Gruppengesprächen mit dem Psychotherapeuten besprochen. Flüchten. Und etwas anderes Wichtiges ist noch, dass alles, was man hier bespricht, unbedingt hier bleibt. Nur so kann man euch in die Tiefe gehen und Probleme erzählen, die vielleicht nicht jedem sagt. In der Gymnastikgruppe und der Entspannungsgruppe übt sich der Patient im Bewusstsein, holt sich die Entspannung, die Ruhe in Körper und Geist. Und beim Ausatmen wieder langsam hinunter. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um die bewusste Wahrnehmung. In der Ergo- und Beschäftigungstherapie die Kreativität und Geschicklichkeit. Und jetzt mit Bewegungen. In der Boxtherapie das Körpergefühl, um die angestaute Energie loszulassen. Und bei der Slackline das Gleichgewicht und die Koordination, um den Ausgleich in Körper und der Seele zu finden.